Das hier war damals die erste Arena und jetzt ist unsere sechste, die wir bereisen. Die Trainer dieser Pokémon-Arena setzen Gesteins-Pokémon ein. Gesteins-Pokémon haben hohe Verteidigungswerte. Die Kämpfe können sehr lange dauern. Bist du dafür bereit? Und ich sage euch, die Kämpfe werden nicht sehr lange dauern. Vor allem, da du nur ein Pokémon hast. Und das ist ein Sandama. Okay, es gibt eine Pflanzenattacke, könnte ich vielleicht sogar gebrauchen. Gebe ich jetzt mal so, will ich jetzt mal so behaupten. Pflanzenattacke wäre wahrscheinlich was Gutes. Weil, ich muss schon wieder gehen. Weil Roku teilweise Pokémon einsetzt, die vom Typ Wassergestein sind. Wow, es kommt nicht oft vor, dass wir an einem Herausforderer aus Johto besucht werden. Ich bin Roku, der Arenenleiter von Mamoria. Ich habe mich auf Gesteins-Pokémon spezialisiert. Meine Pokémon sind gegen die meisten physischen Attacken immun. Es wird dir schwerfallen, ihnen Schaden zuzufügen. Na los! Und Roku hat ein T-Shirt. Ja, damals hat er, glaube ich, gar nichts an, oder? Also, schon eine Hose. Aber ich glaube, der ist mit nacktem Oberkörper. Also, war das bei Gelb? Oder ich weiß es nicht mehr. Ich meine schon. So, okay. Hohe Verteidigungswerte, wir greifen dich spezial an. Das war's dann schon mal für Georock. Okay. 1-0, würde ich sagen, Rocco. Kabutop, so eines seiner Wasser... seiner Wassergesteins-Pokémon. Kabutops ist ein cooles Pokémon. Ich mach, glaube ich, auf Madonna. Trifft nicht! Okay, jetzt macht er Surfer. Ist halt dieselbe Animation, wie wenn ich Surfer einsetzen würde. Ultra hat ein Problem mit Arena-Leitern. Ultra hat ein Problem mit Arena-Leitern. Denn der trifft sein Donner nicht. Endlich. Ich wollte schon sagen, das hat jetzt aber gedauert. So, Level 51. Und zack, plus ein paar KP, plus 3 KP. Jetzt kommt Rhyhorn. Wisst ihr, was ich glaube, ich mache? Beende das jetzt mit Beißer. Beißer hat eine Schwäche gegen Gesteinsattacken, weil er vom Typ Käfer ist. Problem? Dafür müsste Roku erstmal eine Gesteinsattacke einsetzen. Grünschlag Schlag ist keine Gesteinsattacke, Roku, tut mir leid. Oh, nur 2 Treffer. Das ist bitter, denn jetzt kommt mein Überroller nach einem Schwertanz. Und glaub mir, das wird deinem Rhyhorn nicht gefallen, selbst mit hoher Verteidigung. Beißer wird verletzt. Onyx, ja, nicht mal ein Stahllasser da. Wäre ja auch vom Typ Stahl, ne? Ich weiß nicht, Stahlboden oder Stahlgestein? Ich glaube Stahlboden. Da würde es ja in diese Arena gar nicht reinpassen. So, und als letztes hat er noch eine Ammonitas. Ja, in dieser Generation hat sich Game Freak schon so ein bisschen von der Pokémon-Serie distanziert. Denn ansonsten hätten sie ja auch einfach Roku ein Fostelka geben können und ich weiß nicht, was hat er noch alles gehabt. Ein X-Bat hat er, glaube ich, auch gehabt. Und Misty hätten sie zum Beispiel ein Togepi geben können. Aber nein, das haben sie nicht gemacht. Die mächtigen Attacken deiner Pokémon haben meine felsenfeste Verteidigung überwunden. Du bist stärker, als ich dachte. Komm, nimm dir diesen Orden. Und der Felsorden. Danke, Alexa. Es war eine Freude, gegen dich zu kämpfen. Auch wenn ich ein bisschen beleidigt bin. Dieser Felsorden wird deine Pokémon noch stärker machen. Wow, noch stärker will mich jetzt bitte schon besiegen. Es gibt keinen Trainer mehr, der mich bezwingen kann. Yeah, ich bin der Beste. Außer nervende Leute. Mein Kopf ist so stark, da sind deine Mutterwitze fett gegen.
Ja. Das Pummeluff von vor 3 Jahren steht hier immer noch. Mann. Die meisten Pokémon werden schläfrig, wenn Pummeluff sinkt. Manche Attacken kann man nur anverwenden, wenn der Pokémon schläft. Wie Schlafrede. Oder, was gab's noch? Schlafrede und Schnarcher. Haha, du hast mich nicht gesehen. Okay, komm. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wie wär's mit Punch im Kreis rumrennen? Nee, komm, ist zu einfach, Johannes. Wirf mir einfach ein Ibitak entgegen. Ich habe schließlich meinen Satoshi auf Level 52, was dich mit einem Surfer mit Leichtigkeit auseinandernimmt. Ach ja, ich könnte jetzt schön gut pennen. Die Woche ist für mich so gesehen beendet jetzt. Ich schreibe keine Klausur mehr bis Weihnachten. Ja, nett. Nette Sache. Bruce Wayne werden wir jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich nicht mehr brauchen, deswegen kommt der mal nach vorne. Ich bin schnell wie der Wind. Gut, dass ich eines der schnellsten Pokémon im ganzen Game an erster Stelle habe. Denn dann kannst du dich mal ganz schnell wieder verpissen. Bruce Wayne mit stählernen Flügeln. Er bringt seine Radikalia nichts. Was hast du noch? Ein Arbok-Bok. Gift gegen Giftflug. Wer wird gewinnen? Ich mache weiter Stahlflügel. Zack. Da treffen wir seinen Arbok. Oh, das überlebt. Meine Verteidigung steigt. Giftstachel zieht mir ein KP. Und vergiftet werden kann ich ja auch nicht, da ich selber ein Gift-Pokémon bin. Gut, Edmund wurde besiegt. Oh ja, ja, was hat er gesagt? Ich trage das ganze Jahr Shorts. Das ist meine Auffassung von Mode. Hipster. Ein Feuerspucker. Ah, das Wetter ist so schön wie immer. Es ist Nacht. Es ist immer Nacht. Ich spiele die Pokémon Night Edition. Okay, er hat ein Magma. Level 29, das ist ein schönes Pokémon. Das ist ein schönes Pokémon, was du da hast. Willst du es mir nicht schenken? Okay, ein Sternschauer reicht aus. Was haben wir sonst noch so? Smogmog, Ich weiß nicht, ich habe so das ein dumpfes Gefühl, dass dieses Pokémon Final oder Explosion kann. Wir fliegen einfach mal. Ja. Ja. Gut. Magma. Fliegen. Puff. Oh nein, Magma wurde verletzt. Und besiegt. Wieder mal habe ich mit 2 Angriffen 3 Pokémon besiegt. Die Sonne scheint, dennoch bin ich nass. Nein, sie scheint nicht, denn wir haben Nacht. Idioten. Was gibt's hier für Pokémon? Ich will nur wissen. Oh, Radikal auf Level 10. Radfratz auf Level 5. Zubats auf Level 6. Radfratz auf Level 5. Und Radikal auf Level 10. Wow, scheiße, Radikals. Komm schnell her und schau. Exhibitionist. Jetzt öffnet er seinen Mantel und darunter ist nichts. Feuerspucker Tony. Antonio. Smogon gegen unser Expert. Sternschauer schafft das nicht. Wow. Wow, das hat mich jetzt überrascht. Und es hat mir 6 KP gezogen. Mit Schlammbad.
Oh, verdammt. Sternschaut nicht ausgereicht. Schäm dich, Bruce Wayne. Schäm dich. Du hast nur noch eine Chance, das wieder gut zu machen und den Namen deiner Familie reinzuwaschen. Besiege dieses Schneckmack mit der Sternenschauer. Gut gemacht, Bruce Wayne. Wirklich gut gemacht. Oh, das ist heiß. Ja, ein Exhibitionist sagt, oh, das ist heiß. Was für eine Ironie. Oh nein, ich wurde gesehen. Es ist schon lange her, Alexa. Seit ich gegen dich verloren habe, mache ich mir Gedanken, was meinem Pokémon noch fehlt. Nun, wir haben eine Antwort gefunden. Alexa, ich beweise dir. Deinen Pokémon fehlte das gewisse Etwas. Diese Irre, diese Krankheit, diese Sucht zu gewinnen und zu töten. Die fehlte deinen Pokémon. Vielleicht noch die richtigen Level-Ups. Wenn ich mir so dein Sneeble-Level 41 ansehe, ja, es fehlen definitiv auch noch die richtigen Level-Ups. Gut, das war jetzt bitter für ihn, denn Sneeble wäre eigentlich ein gutes Matchup gegen Bruce Wayne gewesen, hätte dieser keinen Stahlflügel gehabt. Tja. Oh, ein Magneton. Besser, ich wechsle auf iPad. Blim, 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 blim. Los, iPad. Schaufler. Vielfachschwäche dürfte das machen. Ja, macht ja schon eh Superschall oder Ultraschall. Ultraschall zieht nur 20 KP, mein Lieber. Da wäre es vielleicht besser gewesen, wenn du gewechselt hättest. Aber ich will dir nicht vorschreiben, wie du zu kämpfen hast. Ich will es doch. Impergator. Gut, im letzten Part hast du es schon mal geschafft, Ultra. Mach es wieder. Impergator ist, glaube ich, das einzige Pokémon, was vom Level... Auch nicht mithalten kann. Ich dachte, es wäre jetzt Level 48 oder so. Das ist wieder seine Tagesleistung. Ultras Tagesleistung. Im Donner. Immerhin hat er beim zweiten Versuch getroffen. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Oh, cool, ein Gengar. Ich hab gegen Gengar keinen so direkt. Außer iPad halt. Was guckst du so? Nur weil Gengar eine geplatzte Ader im Auge hat, und deswegen seine Augen rot sind. Oh ja, komm, Gengar, super Plan, töte dich selbst. Ja, ich bin verflucht. Der Fluch liegt auf mir. Wenn ich jetzt nicht wechsle. Schade, dass ich wechsle. So hat dein Fluch dir nichts gebracht. Und der eine zog den immer schneller was als ich. Gut, Nero kann Flammenrad. Jo, damit ist schon mal das erledigt. Oh, und als letztes hat er einen Simsala. Los, Beißer! Schnapp es dir! Gotta catch them all! Stärke! Tja. Die Stärke, die er beweist, haut Simsala glatt um. Schlichter Wortwitz. Silver wurde besiegt. Ich glaubte immer, meine Pokémon so aufgezogen zu haben, dass sie unschlagbar seien. Aber ich habe versagt. Du hast mich verbesiegt. Das muss ich dir wieder lassen. Wir werden uns wiedersehen. Ich werde der beste Pokémon-Trainer aller Zeiten sein. Und sie werden mir dabei helfen. Hör mal, Alexa. Eines Tages werde ich es dir beweisen. Da besiege ich dich. Ja, und man sieht richtig, wie im Endeffekt unser Rivale einen Sinneswandel durchgemacht hat. Nee, da wollte ich jetzt nicht lang. Ich wollte mich da hinten lang.
Hier wollte ich raus. Sieh dort, gab es damals übrigens noch nicht. Aber ich glaube, die Pipis sind nicht da, oder? Nein, normalerweise sind die nicht. Immer Pipis, die tanzen dann um einen Stein, auf dem man zum Trümmer reinsetzen, das ist dann ein Mondstein. Die sind, glaube ich, immer montags. Nicht montags. Samstags sind, dann ist auch hier diese komische Frau. Die haben dann erzählt, hey, Mondbergplatz, Schutt abladen, verboten. Das ist, glaube ich, aber wiederum eine Anspielung dann auf den Anime. Ja, und im nächsten Part werden wir diese Göre hier besiegen. Bis dann und ciao.